Werte Trauergemeinde, wir haben uns heute hier eingefunden, um ein Gedenken an das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung in Österreich zu leisten. Das Ministerium ging nach 43 Jahren von uns nach Selbstentfesselung der Wirtschaft. Wir haben uns heute hier versammelt, um noch einmal das letzte Gedenken dem Ministerium zu geben. Aus diesem Grund werden wir jetzt einen Trauermarsch veranstalten, der uns rüber zum Wissenschaftsministerium führt. Ich würde jetzt die Kranzträger und die Sargträger bitten, nach vorne zu kommen. Und den Rest der Gemeinde würde ich bitten, sich jeweils eine Kerze zu nehmen und das Ministerium zu tragen. Heute ist ein trauriger Tag, weil heute nach 43 Jahren das Wissenschaftsministerium in Österreich abgeschafft wird. Weil heute die Wissenschaft in Österreich zur Wirtschaft überführt wird und weil damit die freie und unabhängige Wissenschaft, die forscht und des Forschens willen, endgültig der Vergangenheit angehört. Wir hoffen natürlich auf eine Wiederauferstehung, früher oder später. Ob sich das Wissenschaftsministerium im Wirtschaftsministerium erhalten wird können, werden wir es sehen. Wir hoffen, einfach nur unterschreiben, ja. Dass wir durch unsere Trauerfeier der Wissenschaft noch einmal eine letzte Ehre erweisen. Prinzipiell denke ich, hätte sich die Wissenschaft in vielen anderen Ressorts wesentlich leichter getan, wenn man schon Ministerien zusammenlegen muss, warum dann zum Beispiel nicht zur Bildung. Aber vorschnell zu sagen, dass jetzt die Wissenschaft im Wirtschaftsministerium völlig unter die Räder kommt, wollen wir natürlich auch nicht. Es ist aber natürlich damit zu rechnen, dass sie wesentlich transformiert wird. Mit uns trauern müssen alle Österreicherinnen und Österreicher, vor allem auch zukünftige Generationen, die um kritische Wissenschaft, um kritische Lehre gebracht werden, was auch für die gesamte Gesellschaft einen Rückschritt bedeutet.